zum Thema Ungleichung zweiten Grades. Wir starten wieder mit einer Einleitungsaufgabe. Simon möchte mit 6 Meter Maschendraht an einer Wand einen rechteckigen Auslauf für ihr Kaninchen abgrenzen, so wie hier dargestellt. Diese Aufgabe führt dann sofort zu folgender Funktion zweiten Grades: f von x gleich minus 2x² plus 6x. Denn wenn man diese Breite x nennt, dann ist die Breite hier links ebenfalls x und die vordere Länge hier, das sind dann die 6 Meter minus dieses x minus dieses zweite x. Also die vordere Seite hier, das ist 6 minus 2x. Der Flächeninhalt der Auslauffläche hier ist dann automatisch x mal diese 6 minus 2x. So, und wenn wir dieses x noch verteilen, dann führt das effektiv zu dieser Funktion zweiten Grades, die durch eine Parabel dargestellt wird. Wir wissen schon, dass diese Auslauffläche dann maximal wird, wenn wir als Breite x 1,5 wählen. In der Zeichnung ist das auch deutlich zu erkennen. Aber hier beobachten wir zusätzlich, dass dieser Flächeninhalt streng positiv sein muss. Das heißt, diese Aufgabe hier, die macht nur dann Sinn, wenn das f von x streng positiv ist. Also, wenn minus 2x² plus 6x streng positiv ist. Das ist eine Ungleichung zweiten Grades. Wir möchten jetzt wissen, wie man so eine Ungleichung zweiten Grades löst. Aber zuerst definieren wir sie korrekt. Eine Ungleichung ist zweiten Grades mit einer Unbekannten, wenn die einzige Unbekannte in der zweiten und in keiner höheren als der zweiten Potenz auftritt. Die allgemeine Form einer Ungleichung zweiten Grades ist diese da, wo a, b und c reelle Zahlen sind, wo wir aber auch ohne Einschränkung annehmen dürfen, dass a nicht 0 ist. Denn wäre a 0, dann wäre das eine Ungleichung ersten Grades. Bei einer Ungleichung zweiten Grades kann natürlich auch vorkommen, dass dieses Trinom größer gleich 0 ist oder streng positiv oder streng negativ. Um solch eine Ungleichung zweiten Grades zu lösen, werden wir zwischen zwei Fällen unterscheiden. Entweder die Vorzahl von x² ist streng positiv oder sie ist streng negativ. Und in jedem dieser zwei Fälle werden wir drei Unterfälle berücksichtigen. Entweder Delta ist streng positiv oder 0 oder streng negativ. Versetzen wir uns in diesem Fall, die Vorzahl von x² ist streng positiv. Das bedeutet, dass die Parabel ihre Konkavität nach oben dreht. Zusätzlich versetzen wir uns in den Fall, wo Delta streng positiv ist. Delta streng positiv bedeutet, die Gleichung zweiten Grades hat genau zwei verschiedene Lösungen. Also die Parabel dreht die Konkavität nach oben und schneidet die x-Achse in zwei Punkten. Das stellt sich also dann so dar, die Parabel dreht die Konkavität nach oben und schneidet die x-Achse in diesen zwei Werten x1, x2, die die Lösungen der Gleichung zweiten Grades ax² plus bx plus c gleich 0 darstellen. Also, wenn x gleich x1 oder gleich zu x2 ist, dann ist dieses Trinom gleich 0. Wenn x sich links von x1 befindet, dann hat diese Zahl x automatisch das Bild nach oben gerichtet. Da liegt die Parabel ja oberhalb der x-Achse. Also alle Zahlen links von x1 haben ihr Bild nach oben gerichtet, also positiv. Und alle Zahlen, die sich rechts von x2 befinden, ebenfalls. Hier in der Tabelle bedeutet das, wenn x sich links von x1 befindet, dann ist das Bild positiv,
Und wenn x sich rechts von x2 befindet, dann ist das Bild ebenfalls positiv. Deshalb schreiben wir da und da ein Plus. Und zwischen den zwei Nullstellen x1 und x2 haben alle Zahlen ihr Bild nach unten gerichtet. Also zwischen x1 und x2 haben alle Zahlen ein negatives Bild. Deshalb schreiben wir da ein Minus hin. Zweiter Unterfall, wenn Delta gleich 0 ist. Die Parabel dreht die Konkavität nach oben und sie hat eine einzige Nullstelle. Dann muss die Parabel zwangsläufig so aussehen. Die Nullstelle nennen wir mal x0. Also wenn x gleich x0 ist, dann ist dieses Trinom gleich 0. Wenn x sich links von x0 befindet, dann hat x automatisch das Bild nach oben, also positiv. Und alle Zahlen, die rechts von x0 liegen, haben ebenfalls ihr Bild nach oben gerichtet, also auch positiv. Da und da gehört also ein Plus hin. Letzter Fall, im ersten großen Fall, wenn Delta streng negativ ist, die Parabel dreht die Konkavität nach oben und schneidet die x-Achse an keinem Punkt. Dann muss sie sich vollständig oberhalb der x-Achse befinden und das bedeutet, dass alle x-Werte ein positives Bild haben. Für alle Zahlen x ist das Bild nach oben gerichtet. Hier gibt es also keinen besonderen Wert einzutragen und dieses Trinom zweiten Grades ist immer streng positiv. Jetzt schauen wir im zweiten großen Fall, wo a streng negativ ist, das heißt die Parabel dreht dieses Mal die Konkavität nach unten. Delta ist streng positiv. Die Gleichung zweiten Grades hat also zwei Lösungen. Das bedeutet, dass die Parabel die x-Achse an zwei Punkten schneidet. Also muss die Situation so aussehen. Wenn x gleich x1 oder gleich x2 ist, dann ist das Trinom ax² plus bx plus c gleich 0. Das heißt, da und da gehört eine 0 hin. Wenn x sich links von x1 befindet, ist das Bild nach unten gerichtet, also negativ. Und alle Zahlen rechts von x2 haben ihr Bild ebenfalls nach unten gerichtet, also negativ. Das heißt, da und da gehört ein Minus hin. Und wenn wir einen x-Wert zwischen x1 und x2 wählen, dann hat diese Zahl automatisch das Bild nach oben gerichtet, also positiv. Da gehört ein Plus hin. Wir sind immer noch in dem Fall, wo die Konkavität der Parabel nach unten gedreht ist, aber dieses Mal ist Delta 0. Das heißt, die Gleichung zweiten Grades hat nur eine Lösung. Wenn die Parabel die Konkavität nach unten dreht und die x-Achse an einem einzigen Punkt schneidet, dann muss dieser Schnittpunkt der Scheitelpunkt der Parabel sein und die Situation sieht dann so aus. Ist die Zahl x gleich x0? Dann muss das Trinom 0 sein. Alle x-Werte links von x0 haben ihr Bild nach unten gerichtet, also streng negativ. Und alle x-Werte rechts von x0 ebenfalls. Die Bilder sind alle nach unten gerichtet, also streng negativ. Da und da gehört ein Minus hin. Im letzten Fall, die Konkavität der Parabel ist nach unten gedreht, die Parabel schneidet die x-Achse aber nicht. Dann muss sie sich vollständig unterhalb der x-Achse befinden und das heißt, dass alle x-Werte ihr Bild nach unten gerichtet haben. Das heißt, alle x-Werte haben ein negatives Bild. Somit haben wir alle Fälle bearbeitet und schauen jetzt noch etwas genauer hin. Und zwar, wenn a streng positiv ist, dann hat das Trinom zweiten Grades immer als Vorzeichen Plus. Außer zwischen zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt. Wenn a aber streng negativ ist, dann hat das Trinom zweiten Grades immer als Vorzeichen Minus. Außer zwischen zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt.
Wir können also sehr schön zusammenfassen, indem wir sagen, das Trinom zweiten Grades hat immer das Vorzeichen von A, außer zwischen zwei Nullen. Da ist es entgegengesetzt. Und genau diese Zusammenfassung halten wir hier fest. Nochmal, das Trinom ax² plus bx plus c hat immer das Vorzeichen von A, außer natürlich da, wo es 0 ist und zwischen zwei eventuellen Wurzeln, wo es das entgegengesetzte Zeichen von A hat. Dieser Satz fasst also dieses Thema hier zusammen. Und jetzt überprüfen wir das in drei einfachen Beispielen. Dieses da. X² minus 5x plus 6. Dieses Trinom ist selbstverständlich 0 bei 2 und 3. Das Vorzeichen von A ist plus. Also dieses Trinom hat immer das Vorzeichen plus, außer zwischen zwei Nullen. Da ist es entgegengesetzt. Also außerhalb der zwei Nullen Vorzeichen von A, also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Zweites Beispiel, dieses Trinom. Hier ist Delta gleich 0, der einzige Nullwert ist die 1. Ansonsten immer Vorzeichen von A, außer zwischen zwei Nullen, da ist aber nur ein, also gibt es auch keinen dazwischen. Das heißt immer Vorzeichen von A. Und dieses Binom zweiten Grades, das ist immer streng positiv. Das hat gar keinen Nullwert, also immer Vorzeichen von A. Überall plus. Schauen wir jetzt eine etwas kompliziertere Ungleichung. Diese da. Um diese zu lösen, sorgen wir zuerst einmal dafür, dass alles faktorisiert ist und höchstens im zweiten Grad ist, was der Fall ist. Also können wir dafür sofort eine Zeichentabelle vorbereiten und für jeden einzelnen Faktoren eine Zeichenzeile vorsehen. Um diesen Bruch nicht nochmal abschreiben zu müssen, habe ich ihn Q von x genannt, Q wie Quotient, was daran erinnern soll, dass hier ein Bruchstrich vorhanden ist. Es ist eine gute Vorsichtsmaßnahme in dieser Tabelle, diesen Bruchstrich mit einzuzeichnen, und zwar so, dass die Faktoren des Zählers sich oberhalb vom Bruchstrich befinden und die Faktoren des Nenners unterhalb. Jetzt suchen wir für jeden einzelnen Faktoren die Nullwerte. Für den ersten Faktor sind das minus 2 und 1. Für den zweiten Faktor plus minus 2. Hier sind es plus minus 1. Und da ist der Nullwert 5 halbe. Diese 5 Nullwerte müssen hier in der arithmetischen Reihenfolge von links nach rechts aufsteigend eingetragen werden. Der kleinste der Wert ist minus 2, dann minus 1, 1, 2 und 2,5 ist der größte Nullwert. Um jetzt die Zeichen hier einzutragen, müssen wir zwei Regeln berücksichtigen. Die Regel vom ersten Grad und die gerade erkannte Regel im zweiten Grad. Im ersten Grad geht es so, das Binom ersten Grades wird 0 bei minus b auf a. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen von a und links entgegengesetzt. Das Trinom zweiten Grades hat immer dasselbe Zeichen wie a, außer natürlich, wo es 0 ist und zwischen zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt. Also können wir hier starten mit diesem Trinom zweiten Grades. Die zwei Nullwerte sind minus 2 und 1, das heißt, da gehören die zwei Nullen hin. Außerhalb der zwei Nullen Vorzeichen von A, also Vorzeichen von 1, das ist Plus, und dazwischen entgegengesetzt, also Minus. Auch das ist im zweiten Grad. Dieses Binom zweiten Grades wird 0 bei plus 2 und minus 2. Außerhalb der Nullen Vorzeichen der Vorzahl von x², das ist hier minus 1, also außerhalb der zwei Nullen überall Minus und dazwischen entgegengesetzt. Ist gemacht. Jetzt hier, das ist das Quadrat von einer reellen Zahl. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist.
Also schauen wir zuerst, wo dieses Quadrat 0 wird. Das ist selbstverständlich bei minus 1 und 1. Da schreiben wir 0 hin. Ansonsten überall ein Plus, weil es ja ein Quadrat ist. Dieses Binom ist im ersten Grad, da gilt diese Regel. Das heißt, beim Nullwert schreiben wir 0, das ist bei 5 halbe. Da gehört also eine 0 hin, so. Rechts von der 0 ist das Vorzeichen von a, also Plus, und links von der 0 entgegengesetzt. Alle Zeichenzeilen stehen, jetzt kommen die Schlussfolgerungen für den gesamten Bruch q von x. Jedes Mal, wenn unterhalb vom Bruchstrich eine 0 erscheint, setzt man in der Endzeile einen Schrägstrich. Diese Antwort gibt es also nicht. Ansonsten, wo oberhalb vom Bruchstrich eine 0 erscheint, da setzen wir eine 0 hin. Jetzt schauen wir noch die Zeichen nach. Wenn wir eine Zahl x wählen, die streng kleiner ist als minus 2, dann ist der erste Faktor streng positiv, der zweite streng negativ, der dritte streng positiv und der vierte streng negativ. So dass das mal das geteilt durch das mal das eine streng positive Zahl ergibt. Da setzen wir also ein Plus hin. In diesem Falle auch ein Plus. Hier auch ein Plus. Hier haben wir dann ein Minus und dann noch die zwei anderen. Hier sind Plus und da ist ein Minus. Zack, so. Und jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, denn gefragt wird ja, durch welche Werte kann man x hier drin ersetzen, damit die Antwort kleiner gleich 0 wird. In unserer Endzeile kleiner gleich 0, das ist zuerst einmal da, da ist nur die 0, dann da nicht, da nicht, da nicht, da, von da bis da ist es kleiner gleich 0 und dann nochmal da. Das heißt, in diesen drei Feldern hier ist die Antwort kleiner gleich 0. Und jetzt fahren wir diese Felder nach oben. Ich mache das so mal hier mit der Tastatur. So, das zweite Feld auch. Indem man die Spalten schön berücksichtigt. So, hier steht jetzt also, wenn x gleich minus 2 ist, dann ist die Antwort 0. Wenn x sich in diesem Bereich hier befindet, dann ist die Antwort kleiner gleich 0. Und wenn x sich da befindet, dann ist die Antwort streng negativ. Also x darf sich da, da oder da befinden, damit die Bedingung kleiner gleich 0 erfüllt ist. Und so können wir also hier mit den grünen Strichen die Lösungsmenge dieser Ungleichung ablesen. Die Übung ist somit beendet, aber man kann immer durch gut gewählte x-Werte überprüfen, ob diese Lösung zumindest eine Chance hat, richtig zu sein. Hier zum Beispiel, wenn wir egal welche Zahl x zwischen minus 1 und 1 wählen, muss die Antwort streng positiv sein. Dann wählen wir mal die 0. Wenn wir also hier q von 0 berechnen, muss dieser Bruch streng positiv sein. Dann machen wir das mal. Ersetzen wir überall hier drin x durch 0. Das führt dann automatisch zu dieser Rechnung da. Die Antwort ist 8 Fünftel und ist effektiv streng positiv. Noch schöner kann man es überprüfen mit einem Computerprogramm, wie zum Beispiel GeoGebra. Ich habe hier einfach diese Funktion eingegeben und GeoGebra zeichnet dann diesen grünen Graphen. Da steht zum Beispiel auch, wenn x zwischen minus 1 und 1 liegt, das heißt, wenn x sich in diesem Bereich befindet, dann muss die Antwort streng positiv sein. Das wird hier bestätigt, denn alle Zahlen zwischen minus 1 und 1 haben ihr Bild nach oben gerichtet. Die haben ihr Bild also alle streng positiv. Schauen wir noch hier, wenn x streng größer ist als 2,5, ist die Antwort streng negativ. Wenn x streng größer ist als diese Zahl 2,5, ist das Bild von x automatisch nach unten gerichtet, also streng negativ. Dieser Graph bestätigt das, was wir hier gefunden haben. Übrigens, der moderne Taschenrechner
kann ebenfalls Ungleichungen lösen. Gehen wir mal schauen im Casio. Hier geht man ins Menü, fährt mit den Cursor-Tasten bis zum Feld der Ungleichungen, das ist hier Feld B, bestätigt die Auswahl durch Enter und Casio fragt jetzt, ist ein Polynom zweiten, dritten oder vierten Grades? Lösen wir mal die Ungleichung für dieses Trinom zweiten Grades, das heißt, wir wählen 2 als Grad und jetzt erscheinen 4 Auswahlmöglichkeiten, ist normal. Entweder das Trinom ist streng positiv, streng negativ, größer gleich 0 oder kleiner gleich 0. Schauen wir zum Beispiel, wo dieses Trinom größer gleich 0 ist. Also wählen wir die 3. Sofort fragt Casio die Vorzahl von x², die Vorzahl von x und den unabhängigen Term. Vorzahl von x² ist für uns hier 1. Wir tippen ein 1. Und bestätigen durch Enter. Die Vorzahl von x ist auch 1, 1, Enter. Und der unabhängige Term ist minus 2, minus 2, Enter. Jetzt entern wir nochmal und lesen sofort die Lösungsmenge ab. Hier steht, dass x kleiner gleich minus 2 sein soll oder x größer gleich 1 sein soll. Überprüfen wir unsere Zeichenzeile. Wir haben gefragt, wann ist dieses Trinom größer gleich 0? In der Zeichentabelle sehen wir das hier. Also x soll kleiner gleich minus 2 sein, damit das Ergebnis größer gleich 0 ist. Stimmt. Oder x soll größer gleich 1 sein. In unserer Tabelle, wenn x größer gleich 1 ist, sehen wir, dass das Ergebnis effektiv größer gleich 0 ist. Es ist schon klasse, was die modernen Taschenrechner alles leisten können. Soweit zum Thema Ungleichung zweiten Grades.